Pause. Wir steigen jetzt ein in das politische Podium. Im Bundestag wird zurzeit beraten, ein Diginetzgesetz, auf Deutsch ein Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze. Das hat zum Ziel, dass im Jahre 2018 in Deutschland alle einen Breitbandzugang haben sollen mit 50 Megabit pro Sekunde. Zum Vergleich, derzeit sind es 12 Mbit. Und das soll so passieren, dass jedes Mal, wenn da draußen die Straße aufgebuddelt wird, gleich das Glasfaserkabel mitverlegt wird. Jetzt Frage an Sie, ist das der ganz große Plan für breiten Internetzugang und dürfen wir uns davon den großen Schub erhoffen, auch für die Digitalisierung im Gesundheitswesen? Erstmal, Frau Bender, Herr Sonnenberg, herzlichen Dank für die Einladung. Herr Buse, erstmal sage ich, wie gesagt, schön, dass so viele hier sind, dass wir Abgeordnete auch mal vor fast vollem Plenum sprechen dürfen, beziehungsweise vortragen dürfen. Das Digi-Netz-Gesetz, was Sie eben gerade angesprochen haben, ist natürlich auch nur einer von vielen Schritten, um eben die 50 Mbits hinzubekommen bis 2018. Fairerweise muss man sicherlich sagen, Sie haben mich vorhin so vorgestellt als Sponsor der digitalen Agenda. Wenn der Ausschuss Digitale Agenda tatsächlich Sponsor dieser sein könnte, dann würde vielleicht das eine oder andere sogar noch etwas offensiver laufen, als es bisher der Fall ist. Das heißt, so ganz Sponsor weiß ich nicht. Vielleicht kann man sagen, wir sind Stachel, Motor, so würde ich es vielleicht formulieren. Also wie gesagt, ein Schritt von vielen ist sicherlich das Digi-Netz-Gesetz. Dazu kommt aber auch sicherlich eben der Bereich der Breitbandförderung des Bundes von 2,7 Milliarden Euro. Es sind aber auch die Länder gefordert, mit einzusteigen. Es wäre schön, wenn aus Europa auch ein bisschen was käme, sodass man ein großes Paket hätte, um das Ganze voranzutreiben, damit dieses Ziel bis 2018 auch erreicht wird. Und natürlich, wenn wir im Gesundheitswesen oder über das Gesundheitswesen, die Digitalisierung im Gesundheitswesen sprechen, dann glaube ich, dass Big Data auf kurz oder lang eher auf kurz erforderlich sein wird. Dann brauchen wir eben auch schnelle und gute Netze. Und dabei spreche ich nicht nur von 50 Mbit, sondern denke da auch an 5G, an das 5G-Netz, wo wir uns auf den Weg machen müssen. Und so geht es Schritt für Schritt voran. Ob wir es dann tatsächlich bis 2018 alles so schaffen, das müssen wir abwarten und sehen. Ich bin aber aktuell dann doch einigermaßen positiv gestimmt. Herr Heidenblut, Sie sind ja in einer Koalition mit der CDU, also dieses Diginetzgesetz ist, denke ich, auch Ihr Anliegen. Ja, jetzt kommen wir mal stärker zum Gesundheitswesen. Ich habe den Bundesminister Gröhe auf der CONHIT mir angehört. Da hat er gesagt, das geht alles voran. Ja, die Online-Sprechstunde und das E-Rezept kommt alles. Und jetzt hatten wir die vierte Novelle zum Arzneimittelgesetz mit einem Verbot der Fernbehandlung, also der übers Netz und entsprechend der Fernverschreibung. Wie passt das zusammen? Ja, also erstmal auch von meiner Seite aus einen schönen guten Tag zusammen. Ich will vielleicht noch einmal kurz auf das Diginetz eingehen, weil es ist schon ganz zentral, dass wir den Breitbandausbau insgesamt hinbekommen, denn gerade die Gesundheitsdaten und nicht nur Big Data, sondern auch wenn wir an die Röntgendaten vieles anderes denken, sind im Versorgungssystem nur zu bewegen, wenn wir ein klar gut funktionierendes Netz haben. Insofern, das nur noch mal zum Anschluss, ist das schon auch von zentraler Bedeutung. Jetzt zu der Frage, wie passt das zusammen mit dem AMG? Ich gebe zu, ich bin nicht glücklich damit, dass es drin steht. Man muss aber erst mal sagen, es steht natürlich nicht das Fernbehandlungsverbot drin. Das Fernbehandlungsverbot ist ein Verbot, das eigentlich ein berufsständisches Verbot ist. Das ist auch überhaupt kein gesetzliches Verbot. Also es gibt in Deutschland eben dieses berufsständische Verbot der Ärzte sozusagen, Fernbehandlungsverbot. Und bedauerlicherweise hat jetzt sozusagen ein Appendix, ein Anhang davon ist in das Gesetz gefunden. Nämlich das, wenn man so will, Fernverschreibungsverbot. Das wird ein bisschen aufgeweicht dadurch, dass Ausnahmetatbestände erfasst worden sind. Noch ist das Gesetz nicht durch den Bundestag. Ich gebe die Hoffnung noch nicht ganz auf, aber wie Sie an meinen Anmerkungen feststellen, ich bin da nicht wirklich glücklich mit, weil ich glaube, wir zementieren damit etwas, was uns gerade bei der Videosprechstunde, gerade beim Ausbau E-Health im Sinne einer besseren Versorgung, auch im ländlichen Bereich etwa, noch Probleme bereiten wird. Und ich sehe nicht wirklich, wo das
zentral sinnvoll ist, an dieser Stelle zu regeln. Es kommt auch nicht aus dem Pharma-Dialog etwa oder Ähnliches. Das ist ja meist so das, was einem gesagt wird. Es ist auch keine EU-Regel, die wir da umsetzen. Also insofern, das finde ich schon, ist nicht wirklich, wirklich glücklich. Aber es gibt starke Kräfte, die das offensichtlich wollen, auch im Ministerium. Cordula Schutz-Asse, aus grüner Sicht, wie viel Vertrauen kann man haben in die Regierung, dass es jetzt wirklich vorangeht mit der Digitalisierung? Und wie seht ihr dieses Fernverschreibungsverbot? Ja. Also auch einen schönen guten Tag meinerseits. Das Verbot der Fernbehandlung ist ein schönes Beispiel, wie inkohärent die Politik im Moment in dem Bereich noch agiert. Denn es ist ja auch schon angesprochen worden, einerseits will man über E-Health Video-Sprechstunden zulassen, auf der anderen Seite wird die Fernbehandlung und Fernverschreibung verboten. Da ist ganz offensichtlich ein Widerspruch und es wäre vielleicht ganz schön, wenn man solche Widersprüche lösen würde, bevor man Gesetzentwürfe einbringt. Aber ich habe Leuten gehört, dass daran gearbeitet wird und ich glaube, dass es auch richtig ist, denn wir halten die Fernbehandlung, auch Fernverschreibung, nicht als Ersatz natürlich für das Arzt-Patienten-Kontakte für notwendig, sondern als eine zusätzliche Form, bestimmte Versorgungsmöglichkeiten zu eröffnen, insbesondere für chronisch erkrankte Menschen, die gut eingestellt sind, aber auch für alle möglichen Versorgungssysteme, die wir in bisher unterversorgten Bereichen wie im ländlichen Raum brauchen.